Ellie hat einen Verdacht, wer hinter der Heuschreckenplage stecken könnte, und sucht Dr. Alan Grant auf. Der weltweit anerkannte Paläontologe ist in Utah mit Ausgrabungen beschäftigt. Seine Ex-Freundin Ellie, mit der er vor fast 30 Jahren im Jurassic Park war, sieht er nach langer Zeit zum ersten Mal wieder. Und freut sich sehr. Entschuldige bitte, hätte ich gewusst, dass du kommst. Kann ich dir was anbieten? Ein Bierchen oder? Tja, vielleicht nicht gerade um 10 Uhr morgens, aber einen Eistee oder... Tee, ja. Tee kriegst du. Ich habe eine Menge Touristen auf der Herfahrt gesehen. Die Finanzierung ist ausgelaufen. Und irgendwer muss das alles hier bezahlen. Sicher. Danke. Ich habe deine Artikel gelesen. Bodenkunde und regenerative Landwirtschaft. Sehr gut. Danke. Hat mir zur Abwechslung mal Hoffnung gegeben. Wie geht's deinen Kindern? Unglaublich. Sie sind erwachsen, schockierend. Sie gehen beide schon aufs College, ist das zu fassen? Und Mark? Es ist vorbei. Oh. Tut mir leid, das zu hören. Es ist okay. Ich finde wieder zu mir und meiner Arbeit. Weißt du, das ist... Das ist toll. Ellie, du hast doch nicht den weiten Weg gemacht, nur um dich mit mir zu treffen. Ellie zeigt Grant einen Käfig mit der Heuschrecke aus Texas. Tja, das ist eine Heuschrecke. Kauwerkzeuge, Flügel, Thorax, aber ihre Größe ist wirklich gigantisch. Sie hat Gene, die nicht mehr existieren seit der Kreidezeit. Ganze Schwärme davon vernichten die Ernte von Iowa bis nach Texas. Erschreckend, oder? Zuerst waren es nur ein paar hundert. Es könnten Millionen sein bis zum Ende des Sommers. Wenn das so weitergeht, gibt es keinen Weizen mehr als Futter für Hühner oder Vieh. Die ganze Nahrungskette würde zusammenbrechen. Die sind eindeutig künstlich erschaffen. Nur wer würde so etwas tun? Das Getreide, das sie nicht anrühren, ist aus Biosyn-Saatgut. Biosyn? Du denkst, Biosyn steckt dahinter? Würde mich nicht wundern, wenn sie Interesse hätten, die globale Nahrungsversorgung zu kontrollieren. Warum kommst du damit zu mir? Weil ich konkrete Beweise brauche, dass Biosyn dahinter steckt. Ich muss in ihr Schutzgebiet und dort eine DNA-Probe entnehmen von einer anderen Heuschrecke. Und ich brauche einen Zeugen. Alan! Alle haben Respekt vor dir und die Menschen glauben dir. Ellie, du weißt, ich bin wegen der Ruhe hier. Ich bin durch mit solchen Sachen. Ah ja? Okay. Tja, tut mir leid, Alan. Diesen Luxus kann sich heute niemand mehr leisten. Nicht einmal du. Und weißt du was? Ich vertraue dir.